So, MyCloud OS 3, das ist die neue Betriebssoftware, oder neue Firmware, die ab Ende September verfügbar ist für alle bestehenden MyCloud-Kunden. Und hier sieht man zum Beispiel, wie man über einen Webbrowser an die Daten herankommt. Das heißt, einfach auf mycloud.com gehen und einloggen. Und dann hat man immer die gleiche Erfahrung, egal welche Browser man benutzt. Und hier zum Beispiel habe ich die Ordnerstruktur. Ich kann zum Beispiel auf meine Fotos gehen, ich kann ein Bild heraussuchen und habe hier dann auch direkt die Möglichkeit, das wieder weiterzuleiten. Neu ist die Möglichkeit, das auch in einer sicheren Art und Weise zu machen. Das heißt, ich klicke hier auf Send a Private Link und dann braucht der Empfänger auch einen mycloud.com Account. Wenn er es nicht hat, soll er eine kreieren. Wenn er eine hat, kann er einfach seinen bestehenden Account nutzen. Ich kann hier die E-Mail-Adresse eingeben und einen Text dazu schreiben und so kann ich es teilen. Ich habe in die neue Software habe ich auch die Möglichkeit zu kontrollieren, was ich schon mit anderen Leuten geteilt habe. Das heißt, hier zum Beispiel habe ich verschiedene Fotos und Ordner geteilt. Ich kann da drauf klicken. Ich nehme mal eine zurück. Hier zum Beispiel, ich kann jetzt diese Person erweitern. Der Link ist dann nicht lange verfügbar. Oder ich kann zum Beispiel andere Leute hinzufügen. Und so habe ich auch die Möglichkeit zu zeigen, was mit mir geteilt worden ist zum Beispiel. Das ist das neue MyBook Pro. Das ist die schnellste MyBook, die wir jemals gebaut haben. Es gibt ein MyBook Pro mit zweimal WD Black Drives verbaut. Zweimal 7200 Umdrehungen pro Minute. Und das hat natürlich alles zu tun mit Performance. Das heißt, für Videografen, Fotografen, Leute, die unterwegs sind und viel Content kreieren und viele Daten übertragen müssen, ist das die perfekte Lösung. Ein Gerät mit der Hilfe von Thunderbolt 2 Technologie bringt einen Datentransfer Rate von ungefähr 435 Megabyte pro Sekunde. Hier zum Beispiel haben wir drei Geräte zusammengebaut über Daisy Chain mit Thunderbolt 2 und die drei Geräte, die funktionieren wie eine Festplatte und zum Beispiel, wenn ich jetzt auf die Speed-Test gehe, sehe ich, dass die mir Geschwindigkeit bringen von in der Richtung von 800 Megabyte pro Sekunde. Muss ich noch dazu sagen, das ist ein Thunderbolt 1 Gerät. Thunderbolt 2 wird wahrscheinlich noch eine höhere Datentransfer geben. Man kann es auch für PC benutzen. Immer mehr PCs haben auch einen Thunderbolt-Anschluss, aber es gibt hinten auch einen USB 3-Anschluss, sodass man es auch, wenn man keinen Thunderbolt-Kabel hat, einfach über USB anschließen kann, entweder PC oder Mac. Vorne auch noch interessant, zwei USB-Schnittstellen, da kann man zum Beispiel schnell ein Gerät anschließen, um die Daten zu übertragen oder zum Beispiel zu laden, ein Smartphone oder eine Kamera. Die Möglichkeit gibt es auch. Das ist die MyCloud Mirror. Das ist die neueste Generation von die 2-Bay MyCloud Mirror. Und die liefert zweimal die Geschwindigkeit im Vergleich zur ersten Generation. Wird ab Ende des Monats verfügbar sein, auch mit der neuen Software MyCloud OS 3 vorinstalliert.